Letztes Mal bei Doctor's Diary. Meine Mutter entdeckte eine geheime Station. Was war das? Daisy. Na Jungs? Und bot der Wirtschaftskrise mit die Stirn. Wie viel wollen Sie? Mit einem Zweitjob. Oh, 20 Euro die Stunde fände ich schon angebracht. Gabis Träume von saftigen Unterhaltszahlungen platzten. 1:0 für Kalle. Und in meine Träume schlich sich ein Millionär. Wer ist denn das? Marc? Du lügst, es ist wer anders. Der trotz anfänglicher Orientierungsprobleme raus aus meinem Bett. Das ist mein Bett? Geradewegs Kurs auf mein Herz nahm. Alexis von Buren war mein neuer fester Freund. Und Marc war Vergangenheit. Ach, hallo, Girlie. Bitte sag jetzt nichts, ich habe mich wirklich nur aufs Nötigste beschränkt. Oh, Alexander, für Sie beide. Alexis, Mom. Wir sind früher immer an den See gefahren. Ja, weil du kein eigenes Flugzeug hattest, Franz. Das ist ja der Hammer hier. Wahnsinn, ich dreh durch. Mein Name ist von Buren. Bitte schnallen Sie sich jetzt an und sorgen Sie dafür, dass Sie den ganzen Flug über Alkohol trinken, rummachen und das Geschenk für die bestandene Doktorarbeit auspacken. Vielen Dank. Du bist so süß. Danke. Für mich? Das kann ich doch nicht annehmen. Du weißt ja nicht, was das Kerosin kostet, also zähl dich mal nicht so. Was willst du denn trinken? Tomatensaft, bitte. Selbst wenn er der Richtige war, diesmal würde ich mir Zeit nehmen, bis ich mir ganz sicher bin. A day made 24 little hours. What the sun and the flowers. Die sind ja wirklich affenstark. Bitte, was sind die? Ich meine, wenn ich nüchterner gewesen wäre, hätte ich vielleicht einen dezenteren Ring ausgesucht. Aber hey, mein Motto ist, lebe den Augenblick. Und ich meine, der hier ist ja mal richtig romantisch. Kannst du mir mal bitte sagen, was du an Totenkopfring und besoffen heiraten romantisch findest? Na, will da mal jemand ans Cockpit? Na, wenn es dann einen Knopf gibt, an dem man die Zeit zurückdrehen kann, sehr gerne. Ja, nicht zu nahe treten, aber du bist fett. Ich weiß. Wenn ich bloß meinen Anker finden würde. Deinen Anker? Mhm. Weil du bei Weight Watchers dein Zielgewicht erreichst, dann kriegst du einen Anker, damit du dich dran festhalten kannst, falls du neue Fressattacken kriegst. Dann würde sich vielleicht lohnen, den Anker zu suchen, ne? Braucht es einfach. Innen drin bin ich immer noch fett und unglücklich. Kannst du machen, was du willst. Diese ganze Alexis-Gretchen-Nummer. Wir sind ja so glücklich. Wir haben ja so viel Spaß. Heute Rom, morgen Paris.
Wir haben beide verloren, Maya. Ich hab sie ja nie geliebt, also habe ich auch nichts verloren. Ey, ohne Scheiß. Wird alles dafür geben, wenn ich das könnte. Was? Der Selbstbeschiss, der ist echt Gold wert. Hält dich oben. Alexis is your lawfully wedded husband? Yo, man. Woo! Doing fine, man. I now pronounce you man and wife. And that's for life. Absolute life. Life is for life. Nee, guckst du das jetzt schon wieder? Du hast immer so einen schönen Silberblick, wenn du besoffen bist. Ey, großartig, hier, guck mal. Kannst du das jetzt bitte löschen? Das nervt mich, wenn du das guckst. Ey, das ist mein Flugzeug, hier guck ich, was ich will, ja? Ja, und das ist mein Handy, also kann ich löschen, was ich will. So, wo ist jetzt dieser Knopf, womit das weggeht? Ja, gib her, ich zeig's dir. Pff, ich glaub dir kein Wort. Du bist doch zu blöd zum Löschen, gib mal her. Ich tausche dir das um, ja? Ich kauf dir ein Walkie-Talkie, das hat nur eine Taste. Ja, das werden wir ja sehen. Videos. Nee, nicht den Knopf, nicht den Knopf. Auf nimmer wieder. Was genau bedeutet das, wenn da so ein kleiner Briefumschlag losfliegt? MMS-Verschickung. Und was bedeutet das, wenn da viele kleine Briefumschläge losfliegen? MMS-Verschickung an alle Kontakte. Und wieso hast du überhaupt Handyempfang in deinem Hubschrauber? Also erstens ist es ein Jet und zweitens, weil ich alles habe, was ich will. Ich geh mich mal frisch machen. Das ist das Cockpit. Ja, ich wollte ja auch nur mal gucken, ob bei den Jungs alles in Ordnung ist, ne? Also alles Roger, over, out, weiterfliegen. Was genau ist jetzt die Toilette und was ist das Waschbecken? Ist doch egal, ist mein Flugzeug. Boah, du bist so blöd! Mit Gretchen hätte man Kinder kriegen können. Ja, ist doch noch Zeit. 5 Jahre können wir locker noch rumficken. Vergiss es. In 5 Jahren sind nur noch die Frauen übrig, die erst in 5 Jahren Kinder wollen. Teufelskreis, verstehst du? Und die, die Kinder wollen, die sind 40 und haben nur noch 1 Jahr. Mit denen schleppst du dich 3 Jahre durch die künstliche Befruchtung und kaum ist das Kind da und die Depressionen sind endlich vorbei, hast du wieder nur Ärger am Hals, weil dann die Wechseljahre kommen. Dann kommen die Zysten, dann die Operationen. Ja, danke. Jetzt gehört mein Nachtisch dir. Gretchen. War perfekt. Tut mir leid, aber das ist einfach so. Es war alles perfekt. Das ist wirklich faszinierend, wie man eine 2-Wochen-Affäre dermaßen glorifizieren kann. Wenn der Kerl sich schwängert, bringe ich mich um. Ach, Alter, bevor die sich schwängern lässt, muss er sie erst mal heiraten. Und bis er sie so weit hat, das dauert Jahre. Lass doch auch mal, Franz. Kommt rein. Wir stoßen an. Jetzt hast du es doch noch geschafft vor deinem 30. Kommen Sie rein, Alexander. Alexis, Mama. Bist du so lieb und holst noch den 2. Koffer? Es war die Toilette, es war die Toilette. Margarete, was ist denn los? Las Vegas ist los. So ein Flugzeug ist eben doch nicht alles. Ein paar Stunden später hatte ich Geburtstag. 3, 2, 1, alles Gute. Es heißt ja, an seinen 30. erinnert man sich ewig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich ihn schnell wieder vergessen würde. Und die Reise nach Las Vegas am besten auch. Frauen fangen immer erst an zu überlegen, ob jemand der Richtige ist, wenn sie sich bereits in ihn verliebt haben. Wohingegen Männer immer erst merken, dass eine die richtige war, wenn sie sich bereits alles versaut haben.